Booyah got the fire. Damit wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Channel. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht schon hinter mir die Commerzbank Arena. Ich bin am Supercup Frankfurt gegen Bayern München. Ich habe mir ein paar Stimmen einsammeln lassen und das wäre dann auch das neue Format, was ich euch gerne vorstellen würde. Ich fahre zu dem Tauschspiel in der Woche der Bundesliga in der kommenden Saison. Ihr entscheidet auf Instagram, welche es werden und ich berichte darüber. Ja, und die Stimmen zu dem Spiel, das folgt jetzt. Das Ergebnis heute für Bayern und warum ihr gewinnen werdet. Das hast du gesagt, dass wir gewinnen werden. Okay. Auch wenn ich Bayern-Fan bin, gehe ich in Frankfurt, waren es immer knappe Ergebnisse, aber ich tippe für 2-1 für Bayern. 2-1 für Bayern. Also ich bin schon ewig Frankfurt-Fan. Ich sage einfach mal, dass die Bayern heute gewinnen, weil sie vom Pokal her noch ein bisschen angepisst sind. Und ich denke mal, dass die Bayern 3-1 gewinnen heute. Also eher realistisch. Ja. Also ich denke, wenn die Eintracht gut drauf ist, werden die wie die letzte, Ende letzte Saison bzw. auch die ganze Saison kämpfen und unentschieden hoffe ich erstmal über die 90 Minuten. Okay. Und was dann in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen passiert, ist offen. Wer dann die Energie hat, die es dann ausmacht am Ende. Ist ja ein Sieg dann wichtig heute oder soll man diesen Supercup gewinnen? Also, mit in die Saison mitzunehmen? Also an erster Stelle natürlich kämpfen und siegen, wie jedes Spiel auch. Nur wenn wir verlieren sollten, dann bitte mit Kampf. Okay. Also nicht einfach drüber rutschen lassen oder sowas, sondern wirklich kämpfen. Und wenn es dann nicht reicht, dann war das halt so. Ich tippe heute, ganz schwierig zu sagen, ich kann mich da überhaupt nicht so festlegen. Also wenn man das Allgemeine betrachtet, ja, müsste man eigentlich sagen, dass Bayern ganz klar im Vorteil ist. Aber gegenüber dem letzten Spiel betrachtet, würde man natürlich als Fan behaupten, ja, es wäre schon schön, wenn man 2-0 hinkriegen würde. Ja. Und gerade da ja auch die Bayern-Mannschaft noch WM geschädigt ist, die Frankfurter ja eher weniger, ja, so prozentual gesehen. 2-0. Ja. Alles klar. Und du? 1-3. 1-3. Ich gönne euch mal ein Tor. Also, ich war vorhin noch im Wettbüro und habe 4-1 getippt, also ich bin mir da relativ sicher. Ja, ich denke, die wollen also durch das DFB-Pokalfinale Frankfurt nochmal zeigen, dass es doch auch anders geht, weil ja, da ja verloren wurde, unsererseits. Und ja, ich denke, es wird ein deutliches Ergebnis für... 4-1. Ja, ich sag 4-1 für Bayern, ja. Ergebnis? 1-1. Und dann? Elfmeterschießen, Bayern gewinnt 5-4. Ergebnis? Ja, also James Rodriguez spielt nicht, deswegen der Bessere gewinnt, ganz ehrlich. Der Bessere gewinnt? Ja. Mit Bayern-Trikot? Ja, ja. Ist egal? Ja, ist egal, also ist wirklich so, ich bin einfach nur, ich gucke gerne Fußball. Gern und Fußball. Der Bessere gewinnt. Bayern hat jetzt Goretzka geholt von Schalke, denke ich mal, ein guter Spieler gewesen. Kovac, denke ich mal, der Trainer für euch, der euch vom Abstieg, sag ich mal, wo ihr euch befunden habt, sag ich mal, untere Tabelle, hat er euch rausgeholt. Und dann in Richtung, sag ich mal, einer der Top-Clubs Deutschland innerhalb von 1-2 Jahren hat er euch gebracht. Wie schwer ist dieser Abgang von ihm? Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit sehen. Ich glaube, mit Adi Hütter haben wir einen ziemlich guten Trainer geholt. Ich meine, der hat auch mit den Young Boys das geschafft, was die, ich glaube, letzten 30 Jahre nicht geschafft wurde. Und wie gesagt, es wird die nächste Zeit dann halt zeigen, so, wie sehr der Verlust dann wirklich ist. Aber klar sehe ich es auch als Verlust, dass Kovac jetzt nicht mehr bei uns ist. War nicht unbedingt mein Traum, war für mich auch nicht zu erwarten gewesen. Also ich hätte mir eigentlich gedacht, dass Deutschland Weltmeister wird, Löw danach am Karrierehöhepunkt aufhört und dann Bayern Trainer wird. Aber mit Kovac hat keiner gerechnet. Exzellente Trainer, braucht man nicht drüber reden. Die Arbeit, die er in Frankfurt gemacht hat, Spitzenklasse. Wie fühlt sich das dann an, so jetzt direkt auch im Pokal gegen Eintracht Frankfurt dann unbedingt auf diesen Trainer zu haben? Ist natürlich eine schöne Situation, gerade für ihn dann. Er trifft auf seine alte Liebe. Denke, kann das aber auch sehr gut differenzieren. Er hat bei Bayern gespielt, bei Frankfurt war er Trainer. Ob es einfach ist oder nicht, wenn zwei Herzen in die Brust schlagen, das muss er für sich entscheiden. Wird sich ganz klar auf Bayern fokussieren. Aber bei Bayern hat er halt das Problem, er hat die größeren Stars wie in Frankfurt. Das, denke ich mal, wird für ihn die größte Arbeit sein, das ohne einen Hut zu bringen, dass da keiner unzufrieden ist. Als Trainer, dass er die Kompetenz hat, absolut. Wie findest du es, dass die Bayern Kovac geholt haben? Ach, ist mir eigentlich egal.
Aber ihr habt schon einen krassen Trainer verloren. Ja, Frechheit. Ja. Also wenn man ja gut, das ist, im deutschen Fußball das Beste, was du werden kannst, ist ein Bayern-Trainer. Das muss man einfach, auch als Frankfurt-Fan muss man das ganz klar sagen. Ja. Das ist ja vor dem Internationalen so karrieremäßig natürlich ein guter Schritt. Und wenn ich Kovac wäre, hätte ich es der Karriere wegen vielleicht auch gemacht. Ja. Ja, natürlich haben sie weggekauft. Ja, du hast gerade verneint, aber haben sie gemacht. Ja, die haben ja die Ablöse, die Ausstiegsklausel bezahlt, sag ich mal. Und das war ja Niko Kovac auch klar. Er ist schon ein bisschen hinterhältig von Kovac, ne? Na, gar nicht. Nee, finde ich nicht. Finde ich gar nicht. Nee, find ich, er hat den richtigen Schritt gemacht, weil er ja auch nach vorne kommen muss. Er kann jetzt nicht bei Frankfurt bleiben. Klar, kann er da mal im Mittelfeld der Bundesliga trainieren, kann mal in Europa League Luft schnuppern und so. Spielen sie jetzt. Aber du kannst halt nicht als Trainer von einem Bundesliga-Mittelfeld-Verein richtig erfolgreich werden. Deswegen war es ein richtiger Schritt von Niko Kovac. Und ich finde es auch von den Frankfurt-Fans, ich habe jetzt schon mit ein paar gesprochen, fair, richtig gut, weil er jetzt ja auch gezeigt hat, als die jetzt gewonnen haben, 3-1 im DFB-Pokalfinale, da hat er die beste Mannschaft draufgebracht, hat eine taktisch super Leistung gebracht. Und deswegen würde ich sagen, Niko Kovac ist ein Ehrenmann, super Typ. Wird Kovac heute ausgepfiffen von den Eintracht Nummer 1? Also ich hoffe nicht. Meine Meinung ist, dass er bei uns eine super Arbeit geleistet hat und das einfach nicht verdient hat, ausgepfiffen zu werden. Das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe, dass die Jungs sich zurückhalten können. Und ich finde es halt trotzdem schade, weil es halt einer unserer besten Trainer war, die wir hatten. Und ja, tolle Zeiten eigentlich mit ihnen erlebt haben. Richtig, wollte ich gerade sagen. Vergesslich sind eigentlich. Denke ich auch, ja. Das werden wir dann sehen. Also, ich denke schon. Okay. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf den Spielverlauf drauf an. Aber die Momente, die man mit ihm in Frankfurt erlebt hat, würdest du schon als eher gute Momente einstufen? Die sind unvergesslich. Ja, also mit ihm nach 30 Jahren Titel geholt, davor das Jahr auch im Pokalfinale gewesen. Wir spielen nächstes Jahr Europa und da hat er auch einen großen Teil bzw. den größten Teil auch dazu beigetragen. Nein, meinst du? Ich denke nicht. Ich denke, wir sind im Guten mit ihm. So, er hat die Saison gut beendet, er hat einen DFB-Pokal geholt. Da hat man gesehen, dass er da halt nicht Bayern irgendwie entgegengewirkt hat oder so. Ich denke, er hat sein Ding durchgezogen, er ist auch Profi genug. Also ich denke, dafür verdienen die genug und die ziehen ihr Ding durch bis zum letzten Tag. Rebic hat verlängert. Wie wichtig ist es fürs Team? Und, sag ich mal, fürs Umfeld auch, dass Rebic verlängert hat. Also ich denke, dass es einer von den wichtigsten Spieler ist in der letzten Zeit. Schade halt, dass der Boateng hängen gegangen ist, meiner Meinung nach, weil das halt für mich noch mehr ein Führungsspieler war wie ein Rebic. Und das finde ich halt einfach schade. Extrem wichtig. Extrem wichtig, weil Rebic war einer der Spieler, der die letzten zwei Jahre wirklich Kampf gezeigt hat. Auch bei der WM hat er gekämpft und selbst Leute, die keine Fußballfans sind oder beziehungsweise diese Fans, die zu jeder WM, zu jeder EM Fußballfan sind, haben ihn auf dem Schirm gehabt und haben gesagt, wow, was ein Kämpfer. Und der ist mental sowie auch spielerisch ganz extrem wichtig für die Mannschaft. Absolut, bis 22, ne? Wichtig für die Mannschaft? Definitiv. Und wichtig für abseits des Platzes eigentlich? Definitiv. Rebic ist einer, der Power gibt, der vorwärts geht, der richtig fokussiert, ja, auch innerhalb des Teams. Also, ich denke mal, dass es wichtig ist. Ja, selbstverständlich. Die Gerüchte waren ja da, ja, dass Kovac ihn mitnimmt, quasi so gesehen. Ja. Und da hat man natürlich schon gedacht, ja gut, Kovac geht, richtig guter Trainer, nimmt Rebic mit, ja, wäre sehr ärgerlich gewesen. Ja. Ja. Wenn ein Spieler heute treffen wird bei den Bayern, wer wird es sein? Müller, Doppelpack, okay. Denke ich auch, ja. Und bei euch? Rebic. Wer schießt heute die Tore? Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich mich gar nicht festlegen. Ein Spieler, der auf jeden Fall treffen wird? Wen nehmen wir denn mal? Wir? Du bist für Bayern. Komm, das muss Müller, oder? Vorbei, jetzt so nach der WM. Na gut, sagen wir mal Müller. Müller? Ja. Rebic. Ja. Okay. Wenn ein Spieler heute trifft bei den Bayern, wer wird's? Wagner. Ihr könnt auch gerne Sandro Wagner. So, okay, Müller? Ja. Tommy, ja. Tommy macht auch eine Bude. Tommy macht auf jeden Fall eine Bude. Und, aber es ist auch Standard. Tommy macht jetzt. Er hatte letzte Saison ein bisschen eine Phase, wo es nicht so lief. Aber diese Saison wird er wieder voll durchstarten. Da bin ich überzeugt von. Und jetzt wird er heute den Grundstein verlegen und ein Tor schießen. Und dann geht's ab. Ganz, ganz, ganz kurze Bundesliga-Prognose für die kommende Saison. Sieht man sich bei Frankfurt unter den Top 6 der Bundesliga?
Also ich sage ja jedes Jahr, weil wir halt jedes Jahr aufs Neue eine neue Mannschaft haben. Ich hoffe halt einfach nur nicht, dass wir absteigen. Und ihr habt toll gespielt. Ich meine, gegen Abstieg müsst ihr eigentlich euch nicht fürchten. Normal nicht, ja. Aber wie gesagt, wir haben jedes Jahr eine neue Mannschaft und ich hoffe einfach mal das Beste und hoffe einfach unter der besten 10 zu sein. Okay. Wo sehe ich die Eintracht nächste Saison? Das ist eine ziemlich offene Frage, weil die Dreifachbelastung ist extrem schwer und da müssen auf jeden Fall neue Spieler kommen, weil man sieht es an Köln. Ja. Ich meine, gut, ich stelle uns jetzt nicht mit Köln in eine nee, du hast Etage, recht. Aber als sie international gespielt haben, ging es bergab. Genau, aber die Dreifachbelastung wird schwer und sie ist da im Moment. Mal sehen, wie lange, aber gerade für den Anfang, ich meine, wer den Startschuss nicht hört, ist dann irgendwann auch zu spät in der Bundesliga angekommen. Und deswegen denke ich, es ist gut, wenn wir in der oberen Tabellenhälfte mitspielen, auf jeden Fall. Genau. In Europa hoffe ich natürlich, dass wir die Gruppenphase überstehen und auch noch weiter durch Europa reisen können. Ich meine, der Adi hat es ja schon mal gemacht und ich denke, mit uns schafft er es diesmal wieder. Okay. Aber kein Platz, wo du jetzt ungefähr sagen könntest. In der Bundesliga? Ja. Nee. Nicht. Nee, ich denke, obere Tabellenhälfte. Top 6. Extrem schwer. Extrem schwer. Das ist gerade wegen dem Start, wo die Dreifachbelastung da ist. Wie gesagt, wenn man da den Startschuss nicht hört, dann schaffst du es, hast du irgendwann den Anschluss einfach nicht mehr. Ich denke, wenn jetzt noch ein paar gute Transfers kommen, beziehungsweise die Mannschaft konstant gut spielt am Anfang, ist natürlich Top 6 realistisch. Aber man muss. Man hat ja mit VfB gesehen. Sie haben es vom Abstieg fast in Europa League geschafft. Ja, natürlich, aber andere Mannschaften haben es ja auch geschafft, wie zum Beispiel scheiß Leipziger. Ja, die sind aufgestiegen und haben sich danach direkt für die Champions League qualifiziert und waren ganz lang zweiter Platz. Und das ist Fußball, der Ball ist rund und was passiert, sehen wir im Laufe der Saison. Zu Frankfurt noch, ja. Wie die Saison abschließen, ich verfolge das ja auch immer mit, weil ich halt von hier bin. Ja. Aber Frankfurt immer Achter waren. Frankfurt immer eine Saison top, die nächste Saison im Keller. Würde ich gar keine Prognose abgeben können für Frankfurt, weil es ist immer, es kann sein, sie spielen im Keller oder sie spielen oben. Würde diesmal aber drauf tippen, du kannst rausschneiden. Als, wie gesagt, also mit dem Adam Hitler, mit dem Adi Hütter, alles cool, würde ich sagen, haben sie trotzdem auch einen Top-Trainer und kriege das aber hin unter der Top 10 absolut. Top 10. Mannschaft reicht dafür absolut aus und was er auszeichnet, auch ohne Stars, Kampfgeist und alles, das passt. Wie viele Titel holt Bayern in der kommenden Saison? Also ich sage mal einen auf jeden Fall. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, das wird die Meisterschaft. Da ist die Konkurrenz einfach nicht da, auch wenn es schade ist. Champions League wäre ein Traum, ist halt schwer. Pokal, kann alles passieren. Also wünschen würde man sich natürlich 3. Ja, heute der erste. Dann wären es eventuell 4, aber realistisch gesehen sage ich mal, es sind wieder 2. Wie viele Titel wird Bayern in der nächsten Saison holen? Ich denke mal, ein Titel ist klar, oder? James für die Champions League. Sieg. Ja, ich sag mal. Kolumbien. Ich würde sagen, Champions League wäre richtig geil, aber Meisterschaft, ganz ehrlich, Schalke hat eine richtig gute Mannschaft. Schalke wird ein harter Konkurrent werden. Waren sie auch in der letzten Saison, aber ihr wart trotzdem. Naja, also das heißt, sind Zweiter geworden, aber trotzdem, die haben eine gute Mannschaft jetzt. Bayern muss sich finden unter dem neuen Trainer und es wird nicht so leicht. Letzte Frage. Prognose, also du hast gesagt, wie viele Titel was? 2. 2 Titel? Null. Ich sag auch 2. 2 Titel? Ja, ich sag, Champions League wird schwer, weil ich habe gedacht, wir machen transfermäßig ein bisschen mehr. War nicht so die Saison. Fast nichts eingekauft, ja. Das stimmt schon. Als was gewonnen. Rakitic kommt vielleicht noch. Ja, aber trotzdem, ich denke, in der Saison, wo wir Finale gewonnen haben, waren die anderen auch stark. Ja, es kommt drauf an. Also ich denke, es ist auch eine... Mindestens eine. Ja, doch. Also Bundesliga ist eigentlich immer Anspruch und wird auch passieren. Okay. DFB-Pokal war letztes Jahr ein Ausrutscher, denke ich. Also mindestens 2. Ja. Alles klar. Bei ihr, wie viele Titel? Als neutraler Bayern. 3 Titel. 3 Titel mit Champions League. 3 Titel mit Champions League. Es muss sitzen. Ganz ehrlich, wie lange ist es schon jetzt? 4. Ganz ehrlich, mal Spaß beiseite. Mit dem Supercup heute. Wir machen schon lange rum mit Halbfinale und so. Weißt du, das letzte Mal, wann war das letzte Mal Champions League? Finale. Mit gegen Dortmund. Das war 2012. Ja, ich denke mal, mittlerweile ist Zeit jetzt. Ich denke mal, das sitzt jetzt. 3 Titel sind schon drin. Qualität ist da. Wenn die noch ein paar gute Spieler holen, dann wird es schon sitzen, denke ich.